So, hi Leute. Nur ein kleiner Update, was ich irgendwie gerade mache. Ich spiele gerade ein bisschen mit Mindtest rum, weil irgendwie Mindtest hat ein Modul, das nennt sich Misicons, und damit kann man Melua programmieren. Und ich wollte irgendwie einfach mal zeigen, wie das ist. Ich habe mir praktisch so einen kleinen Mindtest-Server aufgesetzt und der läuft auf dem Raspberry Pi 3. Und dann wollen wir mal gucken. Und da gehe ich rein. Und hier sieht man auch schon den ersten kleinen Kram. Und zwar irgendwie eine kleine Uhr. Serverzeit wird angezeigt, 1 Uhr nachts. Und das ist tatsächlich irgendwie ein kleiner Computer, der dort läuft. Wir haben irgendwie weitere Computer, die wir irgendwie betreiben können. Der ist jetzt erstmal aufgedeckt, der ist noch nicht irgendwie am Laufen. Und wenn man jetzt hier ein bisschen durch die Gegend läuft, dann sieht man das hier zum Beispiel. Das ist irgendwie so ein bisschen, was ich irgendwie rumgespielt habe. Und da kann man zum Beispiel sowas machen wie in die dort reinsteigen und sagen, ich fahre jetzt. Die gelben Schienen hier, die sind für Strom. Darunter gibt es immer so einen Powerplant. Das heißt, ein Powerplant ist tatsächlich eine kleine Pflanze, die dafür sorgt, dass man Strom hat. Und hier gibt es solche schwarzen Linien, das sind Bremsschienen. Die sind am anderen sind normale Schienen und die gelben sind Stromschienen. So, dann kann ich das mal hier irgendwie, kann ich wieder aussteigen. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel irgendwie also hier kann man irgendwie sehen, Admin. Oder dann hat man hier irgendwie so ein kleines Haus, das sieht völlig normal aus. Und auch hier ist eine Mesekon drin, dass ich reingehe und wenn ich hier drin stehe, hier reingehe, zack, man sieht da nichts von, da ist nichts da, plötzlich geht eine Geheimtür auf und es gibt einen Kram, der einen dort reinlässt. Und hier ist eine Truhe, die abschließbar ist. Der Computer dafür ist hier hinter. Ich kann es ja mal irgendwie öffnen. Da ist er. Genau. Da ist praktisch ein kleiner Lua-Computer drin, der irgendwie, hier ist ein Detektor, das heißt, der detektiert, ob ich da bin oder nicht. Das kann man dann sagen. Also wenn ich da bin, dann schaltet er auf grün. Wenn ich nicht da bin, schaltet er nicht auf grün. Die Mechanik ist hier hinter. Das sind solche rausschiebbaren Stempel. Die können rausschieben und dieses hier ist das Programm, das das macht. Das stellt fest, wenn der Pin D auf On geht, Pin D, das ist da, wo dieser Detektor ist, dann soll Port B und der dann soll Port B auf On geschaltet werden. So, das heißt, dann wird das irgendwie eingeschaltet. Das ist alles. So, jetzt kann ich auch mal wieder den Kram reparieren. Momentan ist es auf einem, also hier hat man dann irgendwie praktisch jede Menge Knoten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mesekon-Knoten mache, dann sieht man, dass hier irgendwie eine ganze Menge Sachen sind. End-oder Glieder, Detektoren, Player-Detektoren, Verzögerungsglieder, Soundblöcke, Lichter, Powerplants, Mikrocontroller und so weiter und so fort. Und wenn man
Digi-Line nimmt, dann hat man irgendwie LC-Displays, verschiedene Computer, LC-Monitor, kleine andere Sachen, eine Realtime-Clock, Kabel, Tastaturen oder Keypads. Das kann man alles selbst, das kann man dann alles machen und damit kann man praktisch dann arbeiten. Und ansonsten ist das irgendwie ein ganz nettes Spiel und das kostet gar nichts. Und das wollte ich einfach mal so vorstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwie so einen Moment hat, dann sagt man, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Wood Panels finden und da sind zum Beispiel irgendwie Holzpaneele für dieses hier. Und das nehme ich mir hier mal raus und baue das einfach mal wieder zusammen. So. Und schon ist es wieder verkleidet. Ups. Und keiner kann sehen, dass das dahinter ist. Da oben seht ihr die Leitung, die rausgeht, weil hier nämlich eine Lampe ist. Die geht an, wenn ich detektiert werde. Und das sind so die ersten Kleinigkeiten, die ich irgendwie so gemacht habe. Und so. Zack, und die schließt sich selbstständig. Learn to code. Learn to code. So, außerdem gibt es hier irgendwo gibt es in der Nähe einen kleinen Roboter, der rumläuft. Ich weiß nicht wo. Da muss ich mal gucken, ob ich den finde. Ich mache das jetzt mal. Ich schummel jetzt mal ein bisschen und suche mal den Robot. Da ist nämlich irgendwo ist ein kleiner Farmroboter, der rumläuft, den ich gesetzt habe. Ich weiß bloß nicht, wo der sich schon wieder rumtreibt. Das ist irgendwie. Ach ja, hier. Da wollte ich, das habe ich auch nochmal gemacht. Es gibt irgendwie also. Nicht nur Felder, die ich angelegt habe, sondern es gibt dann zum Beispiel irgendwie so eine Turbine. Diese Turbine, die fängt an die fängt an Strom zu produzieren. Der Strom läuft dann hier rein und leuchtet den praktisch, sobald der Strom da ist, leuchtet dieser Kram hier und wenn ich hier draufklicke, dann schaltet dort irgendwie gehen solche Stempel, schneiden das Wasser ab. Die Turbine geht aus und wenn alles richtig ist, müsste nach einer kleinen Weile irgendwie die Turbine ausgehen und das Licht geht aus. Genau. So, also wenn ich das anklicke, dann ist das wieder, geht das an und nach einer Weile wird der Strom auf, oder kommt das Wasser, fließt, Strom wird aufgebaut und zack, das Strom kommt. Jo, das sind so die Kleinigkeiten, die man macht. Hier oben sieht man irgendwie auch einen kleinen Negationsglied, das ist sozusagen um die Wirkung des Schalters umzuschalten. Das heißt, wenn der Schalter an ist, dann ist das hier aus. Wenn das aus ist, ist das irgendwie alles hier, also praktisch, wenn die eingeschaltet werden, diese kleinen Stempel, dann drücken sie das zu und dann schließen sie praktisch diesen Wasserfluss. Jo, ansonsten kann man dann hier was ernten oder sowas und irgendwie ganz normal spielen. Das ist irgendwie ganz niedlich und man kann damit irgendwie halt irgendwie alles Mögliche machen. Wie gesagt, irgendwo läuft dieser Farmbot rum, weiß der Teufel wo. Keine Ahnung. Ja, das ist so. Ja, und dann kann man irgendwie hier nochmal sagen, okay, ich will hier nochmal rein und ich will hier nochmal irgendwie rüberfahren und statt hier endlos längs zu laufen, fahre ich hier einfach mal hin. Und, ups, das war jetzt irgendwie nicht gewollt. Naja, egal, ich habe den gerade klein. Ach, da ist der Farmbot. Ja, dieser Farmbot, der läuft hier auch noch rum, aber die farmt momentan nicht, weil die ist irgendwie ein bisschen abtrünnig immer. Ich weiß auch nicht, was los ist mit der. Die sammelt auf jeden Fall Sachen ein. Wie man sieht, hat die hier schon eine ganze Menge geerntet. Hat sät aus, Kottenernte, Weizenernte. Und ja, ansonsten, die hat praktisch irgendwie so einen kleinen Core, das heißt irgendwie so diese Zahnräder und da kann man dann sagen, irgendwie, wenn man den austauscht, dann folgt sie einem zum Beispiel. Kann ich sagen, okay, irgendwie ich schalte ändere das Programm sozusagen
Und jetzt würde sie irgendwie mir einfach hinterherlaufen. Wie man sieht. Und da kann man sagen, lauf mal hinterher. Und gehen wir hier hin. Hier ist nämlich jede Menge zu tun. Und wenn du jetzt schon mal hier bist, dann fang jetzt mal an zu farmen. Dankeschön. Der Card. Geht das nicht? Wieso kann ich den nicht aufbauen? Ich bin verrückt. Das ist kein Fakt, das ist kein Card, das ist irgendwas anderes. Doch, das ist ein Card. So, und hier müsste, wo ist jetzt meine, das ist der Farmbot. Ja, die müsste jetzt eigentlich gleich farmen. Keine Ahnung, warum irgendwie mein Card nicht funktioniert hat. Das machen wir gleich nochmal. Und dann sind wir eigentlich auch durch damit. Das wollte ich einfach mal so sagen. Das geht. So, zack. Und hier nochmal den da bauen, bauen. Geht nicht? Wieso geht das nicht? Teufel auch. So. Wieso geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Vielleicht hängt das mit dem, mit meinem Aufzeichnen zusammen. Ist ja auch egal. So, das war irgendwie auf jeden Fall das. Da kümmere ich mich gleich drum. Das liegt wahrscheinlich in der Aufzeichnung. Und wir haben die Viertelstunde fast durch. 12 Minuten reicht für eine kleine Übersicht. Okay.